kein Urlaub, du beobachtest hier ja die EM-Spiele. Hast du schon richtigen Greg für Hannover 96 gefunden? Ja, ich denke, hier bei der Europameisterschaft würde ich sehr, sehr viele Spieler finden, die Hannover 96 besser machen. Und habe auch heute Morgen mit meinem Präsidenten schon telefoniert und er hat gesagt, ja, ich sollte mal weiter gucken. Vielleicht finde ich den günstigen, guten Spieler, aber das wird sehr schwierig werden. Ja, also die Granaten sind ja bekannt und dann auch für Hannover, die wirklich eine super Arbeit machen, auch im Trend nach oben sind, aber doch schwer bezahlbar. Ja, wir kommen mal zur Gruppe C. Ich habe ja schon vor der EM gesagt, da kann jeder Europameister werden und zwei müssen ausscheiden. In größter Gefahr befinden sich im Moment die beiden WM-Finalisten von 2006, Frankreich, Italien. Ja, also es ist sicherlich für alle überraschend, dass gerade diese beiden Mannschaften schon nach dem zweiten Spiel so jetzt unter Druck stehen. Einer wird nach Hause fahren. 100%. Das steht schon fest. Und wenn die Holländer vielleicht sagen, wir nehmen das Spiel Rumänien nicht ganz so ernst, die Rumänen schlagen, dann fahren beide nach Hause. Und das ist sicherlich, man hat es im Vorfeld der EM gesagt, die Todesgruppe, aber das wäre dann wirklich die Todesgruppe für zwei absolute Top-Mannschaften in Europa. Aber zeigt auch den Trend, dass eben die anderen Mannschaften noch deutlich aufgeholt haben. Und es macht diese EM sehr, sehr spannend. Ja, man sieht da auch, die Vergangenheit zählt nicht mehr. Und wenn sie nur zwei Jahre alt ist, dann fährt der Weltmeister und der Vize-Weltmeister nach Hause. Man muss aber auch sagen, die Holländer spielen einen fantastischen Ball. Die Abwehr steht stabiler, wie ich vermutet habe. Im Mittelfeld, ob Robben, ob Van der Vaart, ob Schneider vor allen Dingen, dann von Persie, also wir brauchen jetzt nicht mehr, von Nistelrooy. Also ich meine, das ist natürlich auch feinste Sahne. Ne? Ja, also ich sage, die Holländer sind ja immer dafür bekannt, dass sie sehr vor allen Dingen attraktiv spielen. Und jedes Mal sagt man auch bei einem Turnier, sie sind in der Lage, sehr, sehr gut zu spielen. Ob es dann zum großen Wurf reicht, muss man abwarten. Aber so wie sie jetzt in den ersten beiden Spielen gegen Frankreich und Italien gezeigt haben, war das das Beste, was die EM bislang gezeigt hat und macht sie natürlich ganz klar zum Favoriten dieser EM bislang. Gut, und die anderen müssen sich daran ausrichten. Macht natürlich auch Spaß, die Taktiererei war heute schon vorbei, sowohl im Spiel Rumänien gegen Italien, wie auch beim Spiel Frankreich in Holland und der letzte Spieltag, da wird es natürlich rund gehen. Da wird es rund gehen. Es ist das Spiel Italien gegen Frankreich. Die beiden haben also ihr WM-Finale erneut, haben wieder ein Finale, wo sie beide als Verlierer vom Platz gehen können. Und wo einer auch hundertprozentig geht. Ne? Ja, ich sage ja, wo beide sogar als Verlierer vom Platz gehen können, egal wie das Spiel ausgeht. Und ich finde das einfach, das ist gut so, ja, dass diese Taktiererei jetzt auch ein Ende haben muss. Ja, und man muss ja auch noch in die deutsche Gruppe gucken. Ja, mit Österreich haben wir auch schon unser Endspiel, was wir auch nicht haben wollten. Wir haben es jetzt. Ich denke, der Hauptaugenmerk, was Jogi Löw einfach reinkriegen muss, das ist diese bedingungslosen Fight, diese Aggressivität. Wir sind fußballerisch individuell besser besetzt. Aber das ist für die nicht nur ein Pokal-Endspiel, wo sie der kleine Nachbar sind. Das ist für sie und für die Spieler die Herausforderung schlechthin. Sie können über Nacht zu Helden werden und das ist die große Gefahr für unsere Mannschaft. Ja, ich habe das ja auch schon Josef Hickersberg gesagt, er ist ja schon Zwei-Sterne-General, er ist aktiv in Cordoba dabei gewesen, er hat 1990 die Österreicher zur WM gebracht nach Italien, damals gegen die DDR, mit Kirsten, mit Sammer, mit Thom, mit Doll, also das war schon eine tolle Leistung. Ich habe gesagt, Josef, wenn du jetzt ins Viertelfinale kommst und dann noch die Deutschen ausscheidest, dann wirst du unsterblich. Ja, und vor allen Dingen, das kann sogar so kommen, weil meistens gibt es doch einen Fußballgott und wenn man sieht, mit welcher Kritik Josef Hickersberger im Vorfeld der EM leben musste. Wenn es nicht gerade in Deutschland wäre, müsste man es ihm noch gönnen. Ne? Müsste man es ihm gönnen, aufgrund dieser Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist. Ja? Und wir wollen es noch verhindern. So leid mir das dann tut für den Kollegen Hickersberger, aber da sind wir doch der Deutschen dann. Ne? Ja, noch ein Satz zu heute Abend. Gruppe D, die Spanier sind furios gestartet, sind für mich auch einer der Geheimfavoriten. Nun, heute Spanien gegen Schweden, da geht es auch schon wirklich ans Eingemachte, der Sieger ist durch. Ja, ich denke, dass die Spanier aufgrund der gezeigten Leistung der Favorit sind für dieses Spiel, dass sie es auch gewinnen werden. Und die Schweden darf man sicherlich nie unterschätzen. Sie immer mit den skandinavischen Mannschaften, sie sind unberechenbar, sie spielen frech von der Leber, sie haben Spielfreude und sie sind immer auch in der Lage, eine Überraschung zu schaffen. Die haben sie schon am ersten Spieltag gegen Griechenland geschafft. Und trotzdem glaube ich, dass die Spanier sich diese Chance nicht nehmen lassen und vorzeitig das Viertelfinale erreichen werden. Wer wird Zweiter? Ich meine, Ottos, Griechen sind zu alt, das liegt nicht an der Taktik. hat natürlich viele ehemalige Europameister mitgenommen, aber ich tippe einfach, der zweite Platz machen die Russen und die Schweden unter sich aus. Wie siehst du es? So sehe ich es auch. Also ich glaube, dass die Griechen doch über ihren Zenit hinweg sind und die Russen, sicherlich profitieren sie von der mittlerweile doch starken russischen Liga auch. Man hat das jetzt bei St. Petersburg gesehen. Aber ich glaube, dass die Schweden als Nationalmannschaft dann trotzdem Zweiter werden.
ja, mit Ibrahimovic, zurzeit der bestbezahlte Stürmer der Welt. Ja, den können wir nicht bezahlen. Der ganze nicht mit 12 Millionen ohne Ablösung. Ja. Auch, aber auch Rosenberg spielt eine gute Rolle, hat er auch bei Werder Bremen schon gemacht. Ja. Also nein, die Schweden, sage ich ja, das ist eine Mannschaft, die sehr attraktiv Fußball spielen kann. Und sie haben es gegen die Griechen gezeigt. Und ich denke wirklich, dass den Schweden letztendlich ihr Endspiel ins Haus steht gegen die Russen. Und da werden sie weiterkommen. Ja, gucken wir uns das heute Abend einfach mal an, da sind wir schlauer. Genau. Viel Spaß.